Und Sie denn hier? Na, ich denke, der heutige Gast ist Botaniker. Nein, Böttinger. Bettina Böttinger bei Zimmer frei. Und hier kommen Christine Westermann und Götz Alsmann. Ja! Zimmerfrei, Ihrer Lieblingssendung, meiner Lieblingssendung und auch deiner Lieblingssendung. Und wer ist heute unser Gast? Unser Gast heute Abend ist die beliebteste Talkshow-Moderatorin Deutschlands. Und in diesem Jahr feiert sie ihr 20-jähriges Jubiläum. Was heißt Deutschland? Der ganzen Welt! Heute zu Gast bei Zimmerfrei, Bettina Böttinger! Schön ist es hier. Ja. Mir wurde gesagt, es gibt viel zu trinken. Ja. Ja. Und wir sind ganz aufgeregt, weil Bettina, die schlimmste Erinnerung, die du hast an die letzte Sendung, die vor 14 Jahren, 15? 16. Es war im April 1997, dass du unser Gast warst. Fast 16. Und woran du dich mit Grauen erinnerst? Ich bin gebürtige Düsseldorferin, ich musste einen Rat schlagen. Das war's, fand ich gar nicht so schlimm. Der Sekt hat dir nicht geschmeckt. Ja, das war ganz schlimm. Ja. Das war sowas ganz... Aber das war die alte Zeit, da hatten wir doch diese ganz schlimme Puffbrause, die nichts kostet, aber günstig zu kaufen ist. Nein, das war damals im Grunde nach der Sendung, haben wir es umgestellt. Zum Wohl. Auf Ihr Wohl, meine Damen und Herren. Oh. Herrlich, geht doch. Gibt's was, woran du dich mit Freude erinnerst? Bei der Sendung? Mhm. Also Götz hat das Fahrrad hinterher verprügelt, weil er sagte, er wollte auch Ratschlagen. Ratschlagen. Oh. Ah. Hammer, oder? Das sind Gags, die purzeln einfach so aus mir raus. Die verfolgen einen durch ein Leben. Ja, immer derselbe Gag in deinem Fall. Aber du hast hier Bäckchen, sehr lecker. Bäckchen, ja. Bäckchen. Vom Ochsen, oder? Ich hoffe, es war ein Kalb. Ah, Kalbsbäckchen. Ein Ochs ist leider nicht draus geworden. Aber man könnte es auch mit dem Ochsen machen, oder nicht? Ja, selbstverständlich. Ist auch Falls ihr den Witz nicht verstanden habt, Kinder, fragt einfach euren Sexualkundeunterrichtslehrer. Moment. Aber gut. Sehr gut. Sehr, sehr lecker. Sehr gut. Leute, und da ist ein ganzer Topf voll. Und während wir essen, gucken Sie, bitte. Heute Abend zu Gast im Zimmer frei, Bettina Böttinger! Mal eben reinschlüpfen, sehr schön. Wow. Das stinkt, ich weiß. Moment mal. Er kennt sich da nicht so aus. Ich kann nicht mehr. Sagt ihr Champagner? Ich kriege hier diesen billigen spanischen Fusel. Heute haben wir aber diesmal in ganz anderer Verkleidung, nämlich bürgerlich. Strahlen Sie? Ja, genau. Großartig, meine Damen und Herren. Riesenapplaus. Bitte schön. Mit 16 sagte ich still. Ich will alles oder nichts. Das ist also das Esszimmer. Rosote Rosen regnen mir sollten. Lasst mich nicht allein. Hier hat einer Kaugummi geklebt, so nicht zu fassen. Götz! Götz, du Schwein. Dein Kaugummi hängt hier. Und ihre Das Ratschlagen hatte im Abgang eine leichte Notenabzug. Haltungsnote. Aber wisst ihr was? Wir haben uns überhaupt nicht verändert. Ist euch das aufgefallen? Ja, ja. Wenn man überlegt, was in der deutschen Fernsehunterhaltung passiert ist seitdem. Es gab übrigens auch 97 noch keine einzige Intendantin. Und in der Unterhaltung purzelten ja nur so Köpfe bis heute. Nur wir drei. Aber kannst du mir sagen... in der Brandung im Westdeutschen Rundfunk. Aber kannst du mir sagen... Ja. Es ist wirklich viele Jahre her, so kommt einem das jetzt jedenfalls vor, als du hier warst. Die letzten Jahre waren für dich nicht so einfach, innerhalb ganz kurzer Zeit. Jetzt esse ich hier mein Bäckchen, jetzt kommst du mit meinen Todesfällen. Ich weiß, aber ich würde es gerne jetzt machen. Damit wir es hinter uns haben? Nee, weil ich
nicht damit wir es hinter uns haben, aber weil es an keiner anderen Stelle passt und weil ich finde, dass das also wichtig war in deinem Leben. Wichtig ist das falsche Wort. Bring mir schon mal Mut an. Nein, du hast deine Eltern innerhalb ganz kurzer Zeit verloren, innerhalb weniger Jahre. Wo steckt man diese Monate? Monat. Na, das Problem ist, das Problem eigentlich an der ganzen Geschichte ist, Eltern sterben und das ist, entspricht eher dem Lauf der Dinge, dass sie vor den Kindern sterben. Das muss man ja auch mal sehen. Insofern ist es eigentlich was Normales oder etwas, mit dem man rechnen muss. Und trotzdem ist Tod eigentlich, das werden viele Zuschauerinnen und Zuschauer auch wissen, selbst wenn man einen Tod irgendwo erwartet, stößt er einen in eine Leere. Also bei mir war es zumindest so. Und wir, die wir in der Unterhaltung tätig sind, haben nun mal das Problem, dass wir funktionieren müssen. Mhm. Und das war insofern die relativ harte Zeit. Es hat mich härter getroffen, als ich es selber erwartet hätte. Das ist, der Tod ist nicht kalkulierbar und vor allen Dingen ist Trauer nicht kalkulierbar. Mhm. Und ich, meine Mutter ist an einem Donnerstag beerdigt worden und ich musste an einem Freitag natürlich wieder senden, einen Tag später. Und meine allerbeste, älteste Freundin ist 3 Tage später in das selbe Krankenhaus gekommen, auf dieselbe Station. Und ich habe dann die Sterbebegleitung übernommen. Und dann starb mein Vater und dann starb mein alter Dackel, was auch nicht ganz unwichtig war. Der wuselte ja auch Jahre um meine Beine rum. Und plötzlich unerwartet dann noch mein bester Freund. Und wenn du dann aber immer weitermachst in dem, was du machen musst, und du musst auch heiter sein, was übrigens ging und nicht gespielt oder gelogen war, das ging, es war ja fast erholsam am Freitagabend, kommst du irgendwann dazu, dass du relativ wenig Luft bekommst. Wo hast du das hingesteckt, die Trauer? Den Schreck. Naja, das ist ja eine witzige Zimmerfreifolge, ja, würde ich immer sagen. Ich habe irgendwann gemerkt, das geht jetzt hier nicht so weiter und habe mir eine Trauertherapeutin gesucht und hatte dann da einmal in der Woche einen Raum, einen Schutzraum, in dem mich niemand begleitete. Ich brauchte auch keinen außer diese kompetente Frau und konnte dann das dort ablassen. Und du machst noch immer was sehr Schönes. Du gehst ab und zu in die Kirche hier in Köln. Wie gehst du rein und wie kommst du raus aus der Kirche? Das kommt auf die Jahreszeit an. Warum? Im Sommer ist mir oft sehr heiß und ich gehe rein und ich bin dann abgekühlt und komme wieder raus. Ich meine die Seele jetzt. Ja, der Kölner Dom ist der kühlste Raum in Köln, muss man mal sagen. Wie gehst du in die Kirche rein, mit welchem Gefühl und wie kommst du raus? Bei dem, was wir beruflich machen, und ich habe eine Firma und viele Kollegen, gehe ich schon oft ein bisschen hektisch rein und komme ruhiger wieder raus. Ich glaube einfach, die Dinge, die naheliegen, sollte man öfter nutzen. Also ich brauche weder irgendwo weit hinzufahren, noch brauche ich unbedingt die abgedrehtesten Entspannungsriten, die ich mir ins Haus hole. Ich finde, so eine Kirche tut's auch. Zündest du Kerzen an? Also ich mache das immer. Ja. Und obwohl ich, das macht man ja nur in katholischen Kirchen, ich bin evangelisch. Und trotzdem ist das so, also das ist ganz wichtig, wenn ich da sitze. Ja, inzwischen ist es ja immer eine Reihe. Ich bin dann immer gut beschäftigt. Ja. Und man darf man trotzdem nicht zu lachen, aber man kann drüber. Ja, als Kind hat man dann eine Kerze für Onkel Alfons angemacht und mittlerweile kommt man da gar nicht mehr raus aus dem Kasten. Und für den und für den und für den, aber das ist der Lauf der Dinge. Es ist auch viel Erfreuliches passiert, seitdem du das letzte Mal da warst. Du hast das Bundesverdienstkreuz bekommen. Wird man da angerufen oder kommt einer vorbei und klingelt und sagt... Nee, da kam ein Brief und ich habe den ehrlich gesagt nicht verstanden, weil ich mich in der Ordensordnung nicht so auskenne. Und ich habe mir gedacht, was ist das denn jetzt hier? Da stand dann irgendwas, nicht, da stand nicht Bundesverdienstkreuz, da stand dann Verdienstorden. Ich dachte, das ist bestimmt sowas in der Unterform für die Leute. An Karneval hast du nicht gedacht? Nee, da hatte ich ja schon ein paar Orden. Ja, okay, aber man kriegt ja immer neue. Ja, also ich bin ja spezialisiert auf Orden. Also ich habe ja noch keinen einzigen Fernsehpreis, ich werde auch keinen kriegen, außer mit 90 fürs Lebenswerk, bin ich ganz sicher. Aber ich habe den Recklinghäuser Entenorden. Ich habe ja auch. Ich bin Ehrenobrist, Obrist, gib ihn nicht in weiblich, der Stadt Bonn, beim Bonner Stadtsoldaten. Ich habe den Ohrenorden in Köln, dann kam das Bundesverdienstkreuz. Also mit Orden kann ich nicht... Gut, dass du keine Hanseaten bist, da dürftest du nämlich keine Orden annehmen. Hanseaten dürften ja nur Medaillen annehmen und keine Orden. Ja? Ja, Olympia habe ich nicht geschafft. Wofür hast du den bekommen? Das Bundesverdienstkreuz? Ich versuche seit vielen Jahren sowohl im Kleinen, das heißt im Regionalen, beispielsweise, früher hieß es Kölner Mädchenhaus, zu unterstützen, Lobby für Mädchen. Im etwas größeren International, Medica Mondiale, ist eine großartige Organisation, gegründet von Monika Hauser, der Ärztin, die auch dafür den alternativen Nobelpreis bekommen hat. Ich unterstütze die AIDS-Hilfe. Und dazu kommt, ich kann schlecht Nein sagen. Das heißt, ich habe dann relativ häufig Abende gemacht und andere unterstützt und so. Und da kam was zusammen und dann kam das Bundesverdienstkreuz und da habe ich gedacht, das ist ja doll. Und dann habe ich dann den Umschlag aufgemacht, abends, als ich nach Hause kam. Und da war ich so gerührt über mich selber, da habe ich mir einen Sekt aufgemacht. Hinterher war ich Hacki, so ungefähr. Ja. Und habe den Brief gesagt, das ist ja doll. Ja. Da war ich echt begeistert. Das ist auch doll, oder? Wir haben
ja selber angestoßen. Magdalena Bienert, die Kollegin, Außenreporterin, hat zwei Menschen getroffen, die du besonders gerne in deinen Talkshows magst. Und eine davon, also sind beliebte Talkshow-Gäste, eine davon ist Monika Hauser, die Chefin von Medica Mondiale. Und die beiden erzählen natürlich nur Gutes über dich. Sie haben mir zuerst gefragt, die zweite Frau kommt dann. Und die erste Frage ist, du bist ja viel mit deinem Hund unterwegs. Wann muss eigentlich dieser Hund mal draußen bleiben? Und, Frau Hauser, war der Hund bei Ihrer gemeinsamen Reise nach Kabul dabei? Ich weiß, dass sie oft den Hund auf Reisen mitnimmt, aber nach Kabul durfte er leider nicht mit. Wie ist denn überhaupt zu der gemeinsamen Reise gekommen? Im Rahmen der Arbeit der Organisation Medica Mondiale habe ich sie eingeladen, mich einmal zu begleiten. Und wir sind zusammen für eine Woche nach Kabul gereist. Und das war sehr spannend zusammen. Sie war mit mir im Gefängnis, wo wir gefangene Frauen begleiten. Und sie war wirklich sehr dicht dran auch an der Realität der Frauen. Und das hat mich berührt, wie es ihr wirklich sehr, sehr wichtig war, die Realität der Frauen zu erleben und mitzubekommen. Ist sie anders, als man sie hier als Talkmasterin kennt? Sie war sehr unkompliziert. Also das war auch sehr hilfreich, dass sie mit unserer Unterkunft, die wir bieten konnten, zufrieden war. Es gab ja nicht immer heißes Wasser, es gab nicht immer Strom. Und daher ist doch da eine gewisse pragmatische Einstellung sehr vom Vorteil. Was wünschen Sie, Bettina Böttinger, für die Zukunft? Ich wünsche ihr natürlich sehr viel Glück, privat und beruflich. Würde mir aber auch für sie wünschen, dass sie ein bisschen kürzer tritt. Und ich weiß zum Beispiel, dass es ein Lokal oberhalb des Gardasees gibt, was sie sehr schätzt. Also ich würde ihr wünschen, dass sie dafür mehr Zeit nimmt. Und alles, was für sie ist, hey. Tausendgasometer im Sturm ist Brausen. Und alles, was du siehst, ist Oberhausen! Ja, zum Glück kein Sturm heute hier oben, aber Oberhausen. Und hier wohnt Gerburg Jahnke, Ruhrpott-Original, Regisseurin und Kabarettistin. Und zu der fahren wir jetzt hin. Wir sind keine dicken Freundinnen. Das hat sich in diesen Jahren nicht ergeben. Wir könnten es aber sein. Es sind viele Punkte, die man für eine Freundschaft braucht, sind, glaube ich, bei uns erfüllt. Das Tolle ist an Bettina, dass sie ihrem Gast nach jeder Sendung einen Brief schreibt. Ja. Also man sieht diesen Briefen an, und das finde ich sehr eine wunderbare Geste, dass sie sich über jeden Gast im Nachhinein noch mal Gedanken macht und dass sie das zusammenfasst, was ihr gut gefallen hat. Und das ist, man fühlt sich sowieso in diesen Talkshows mit Bettina von vorne bis hinten sehr, sehr wohl. Was macht sie als Gastgeberin aus? Zuhören. Also eine exzellente Vorbereitung. Sie weiß wirklich sehr viel über ihre Gäste. Sie weiß viel über das Thema, mit dem der Gast kommt. Sie hört wirklich zu. Und ich habe den Eindruck, dass sie aus diesem Zuhören und sie macht den Eindruck, als würde es sie wirklich interessieren, was man sagt. Der ist doch zauberhaft. Und der ist ein bisschen größer als der Dackel von Bettina. Tatsächlich? Ja. Im Vergleich zu allen Hunden, die man haben könnte, ist die Entscheidung für einen Rauhaar-Dackel ist ein Statement. Ja. Das stimmt. Das stimmt. Und inwiefern? Warum ist das? Was sagt das aus über dich? Naja, ich meine, es ist schon ein Unterschied, ob ich mit so einem Kalb über die Straße gehe und die Leute respektvoll etwas zur Seite gehen, oder ob ich mit so einem Futzelmann da ankomme. Ja, aber was sagt das über dich aus? Dass ich wahnsinnig bescheiden bin eigentlich. Ja. Gerne auch ich muss so, sagen, als ich die Schülerin aus Kabul hatte, kein Wasser, kein Schuh. Das war, als wenn ich mit meiner Bett auf Tournee gehe, muss ich ehrlich sagen. Du hast bis jetzt nur Dackel in deinem Leben gehabt. Warum? Nee, es waren auch Frauen dabei. Gut. Oh. Ich muss ehrlich sagen, das ist das Niveau, für das ich normalerweise bekannt bin. Bitte nicht auf dem Niveau treten. Sagst du bei deinem Hund auch, der tut nichts, der will nur spielen? Der tut ja auch nichts, der will ja nur spielen. Aber hör mal, wenn du joggst und die kommen dir so entgegen, die sehen ja auch nichts offensichtlich. Die laufen so auf dich zu und du musst ausweichen. Naja, sagen wir mal so, das passiert mir nicht so häufig. Ich habe jetzt den ersten Dackel, der wegläuft, weil er einen Jagdinstinkt hat. Und das ist ein Zwerg. Und ich bin dann irgendwann mal gejoggt und fühlte mich auch ganz sicher mit meinem Dackel. Und auf einmal, der gibt Gas, so schnell kannst du gar nicht gucken. Ja, da war der weg.
Und dann stand ich da, das war irgendwie im letzten Winter, und ich war kletschnass geschwitzt. Ich hatte kein Handy dabei, mir war kalt, ich war verloren und habe dann unheimlich energisch immer gerufen. Nach 5 Minuten war es jämmerlich und kläglich. Jämmerlich und Labradore. Und es gibt sogar von Thomas Mann ein schmales Bändchen, das heißt Herr und Hund. Und wir wollen uns genau diesem Thema jetzt widmen. Ach, unserem ersten liebe Spiel, unserer ersten Aktion, die den Titel trägt: Herrchen gesucht. Frauchen gesucht. Was soll ich tun? Und wir werden jetzt Folgendes erleben. Wir werden jetzt 6 Hundebesitzer zu uns bitten. Wir werden diesen Hundebesitzern mal ins Gesicht schauen. Wir werden diesen Hundebesitzern hier eine Frage stellen dürfen. Und wir können sogar, wenn ihr wollt, was notieren auf einem Klemmbrett, das es für jeden gibt, damit man sich diese vielen Fakten, die wir sammeln wollen, merken kann. Und danach werden wir die Hunde zu uns bitten. Und wir versuchen, die Hunde den Herrchen zuzuordnen. Oder den Frauchen. Beides ist möglich. So. Bitte schön. Meine sehr verehrten Damen und Herren, habe ich mich verständlich ausgedrückt? Jawohl, das habe ich wie üblich in brillanter Fasson hingelegt. Das kann ich auch. Und deshalb bitte ich jetzt die Herrchen zu uns. Thorsten, Andrea, Karl-Heinz, Bettina, Dimka und Diana. Und ich glaube, wir müssen aus tontechnischen Gründen mit dem rechten Gast beginnen, also mit Diana. Und wir können Diana eine Frage stellen. Ich meine, erst muss man Diana sagen, wer sie ist. Ach so. Überhaupt, was mit dem Hund los ist. Ach so. Ja, mein Name ist Diana, ich bin angehende Verwaltungswirtin und ich liebe meinen Hund, weil er immer sein schönstes Lächeln aufsetzt. Mein Name ist Dimka, ich arbeite bei der Flugbereitschaft und ich liebe meinen Hund, weil ihn nichts aus der Ruhe bringen kann. Mein Name ist Bettina und ich bin Flugbegleiterin. Ich liebe meinen Hund so, weil er bei unserer gemeinsamen ehrenamtlichen Arbeit immer den größten Ehrgeiz zeigt. Mein Name ist Karl-Heinz. Ich bin Kaufmann im Ruhestand. Und ich liebe meinen Hund, weil er seinen eigenen Kopf hat. Mein Name ist Andrea. Ich bin Physiotherapeutin. Und ich liebe meinen Hund, weil er immer 200% gibt. Mein Name ist Thorsten, ich bin Makler und ich liebe meinen Hund so sehr, dass mich nicht mal sein Schnarchen stört. Okay. Jetzt also können wir Fragen stellen, wenn wir wollen. Ich möchte von Ihnen, Diana, wissen, was müssen Sie sagen, damit sich Ihr Hund mordsmäßig freut? Ich muss ihn einfach angucken, in die Hände klatschen, ihn anlächeln, kurz seinen Namen rufen und ich glaube, dann habe ich ihn auf den Schultern. Okay. Bettina, bitteschön, möchtest du Herrn Dimka eine Frage stellen? Muss dir nichts ausdenken, wenn du nichts hast. Kann der Hund nur mit Hilfe aufs Sofa? Nein. Gute Frage war das. Darf der Hund aufs Sofa? Ja. Karl-Heinz, wonach riecht Ihr Hund? Bitte? Wonach Ihr Hund riecht? Der riecht überhaupt nicht. Das gibt's überhaupt nicht. Doch. Ach was? Als wenn du schon mal eine Pfote von einem Hund an die Nase genommen hast. Also sag mal so, wenn ich geflüchtet bin und der Hund war ganz klar nah hinter mir, habe ich sein Hecheln gehört und seinen Duft gerochen. Noch eine Frage? An Andrea. An Andrea? Nochmal eben, was war nochmal mit dem Hund? Der gibt 200%. Okay. Mhm. Das tun sie doch alle. Wie lange hat es gedauert, um den Hund zu erziehen? Was heißt, wie lange hat es gedauert? Erziehen oder ausbilden? Also ausgebildet habe ich ihn in einem Jahr etwa. Okay. Danke. Wieso weißt du jetzt, was es für ein Hund ist? Und wieso muss man den ausbilden? Weil, wenn sie Physiotherapeutin ist und der Hund 200% gibt, dann scheint der Hund eine bestimmte Aufgabe zu haben. Ah. Da Andrea? Du bist ja super. Ja, aber es kann kein Blindenhund sein. Super hören. So, ich bin mit Thorsten noch mal dran. Wie lange haben Sie den Hund schon? 4 Jahre. Alles klar. Haben Sie ihn als Frischling oder wie heißt das? Als Welpe. Als Welpe gekauft, ja. Alles klar. Gut, ich denke, wir wissen alles, was wir wissen müssen. Jetzt bitte ich also die Hunde zu uns. Ah. Okay, der Rechte, ich würde tippen, der Rechte müsste zu Thorsten gehören. Warum? Dann nimm doch Weil einfach... Weil er vom Schnarchen gesprochen hat. Moment, die mogeln, eins ist ein Bär. Ich finde, lächeln kann nur so einer, so ein ganz süßer. Findest du nicht? Johnny? Ich bin mir nicht sicher, wer jetzt... Du denn? Ich klatsch mal in die Hände, ob mir einer auf die Schulter springt. Ja, du bist... Den nehme ich mal.
danke. Wahnsinn, Christine. Cooper ist wahrscheinlich mit der hellste hier, aber ein klassischer Ausbildungshund ist natürlich der etwas kurz geratene Labrador. Du weißt sogar, wie die heißen? Du kennst steht die doch dran. Nein, wie diese Marken heißen. Ich glaube, Karl-Heinz gehört der hier. Henry. May I kiss you. Henry. May I kiss Henry. You. Nicht, may I kiss you. Pass mal auf, Henry. Geh mal zu Götz. Ja. Ach, lass schreiben. Schreib mal den mal schön ab. Ja. Ne? Ich habe Verdacht bezüglich Henry. Ich würde jetzt Johnny. Ja. Also da ist jetzt die Frage bei Andrea. Entweder ist es Cooper oder Johnny. Ich würde sagen, Henry gehört zu Bettina, aber ich glaube nicht, dass er aufs Sofa darf. Ich glaube, der ist das Sofa. Bettina gibt es ja nicht. Doch. Ach, doch. Wen soll man nehmen, Christine? Sollen wir Johnny nehmen oder Cooper mit der Ausbildung? Ich habe eine super Idee. Ja? Also, weil die Personen, die hier stehen, sind irgendwie bekannt, verwandt mit denen, die da stehen. Und ich finde, sie passen wunderbar zu Karl-Heinz. Nee. Der Hund ist zu dünn. Meinst du, sie ist Kauffrau im Ruhestand? Was hat nochmal Karl-Heinz gesagt? Was sechs. Karl-Heinz ist im Ruhestand und der Hund hat seinen eigenen Kopf. Ja? Das ist hier. Hier, so ein Supermodel. Hier. Ich habe eine Idee. Ja. Dimka? Hund versteht mich nicht. Das ist eine gute, Idee. Dimka ist ja auch eindeutig ein ausländischer Name. Wo ist denn der Karl-Heinz? Wo ist der Karl-Heinz? Genau. Wo ist er denn? Wo ist der Karl-Heinz? Geh zu Karl-Heinz, fass! Cooper? Cooper, sie muss nicht. Cooper? Das könnte auch nicht sein. Cooper? Der ist schon sehr clever. Meinst du, Cooper ist der Karl-Heinz? Nee. Pfuscher aber auch nicht. Was hat nochmal Dimka gesagt? Was kann der Hund oder auch nicht? Der Hund. 200%. Ja, da müssen wir es jetzt geben. 200% war hier. Ach so. So, jetzt. Ist egal. Irgendwann mussten die Würfel ja fallen und sie sind gefallen. Diana Wilma, Dimka Cooper, Bettina Henry, Karl-Heinz Pruscher, Andrea Johnny und Thorsten Sunny. Sunny? Sunny, komm. Such dein Härchen. Fass das Härchen. 100%. Wetten? Jawohl! Richtig. Ja. Bravo! Wow, woher hast du das gewusst? Schnarchen. So, super. Egal. Jetzt kommt der nächste Hund. Jetzt kommt Wilma. Wilma? Wilma. Guck mal, da ist das Frauchen. Wo ist das Frauchen, Wilma? Wo ist das Frauchen? Mist. Jawohl. Ach, da. Das ist der ausgebildete Hund. Das stimmt aber nicht, Bettina, oder? Ist das Ihr Hund? Das ist Ihr Hund. So, da kommt jetzt als nächster kommt unser Freund Johnny. Johnny, Johnny. Komm. Johnny. Ein bisschen älter. Johnny, komm. Komm, Johnny, mach nicht so einen Vierlefanz hier. Ja, guck mal. Oh. Na toll. Mensch. Na super. Super geklappt, oder? So, Pruscher. Pruscher. Da haben wir uns ja da auch vertan. Aber komplett, Leute. Hab ich's gesagt, die beiden? Hab ich recht gehabt? Christine. Leute. Christine. Ja. Ich meine, kennen Sie das Prinzip, meine Damen und Herren? Eine Frau gibt die richtige Antwort. Und was macht der Mann? Wo ist mein Schlüssel? Nee, ich habe den Hund. Hallo? Ich habe das finale Entscheidung getroffen. Das war Martine. Ich habe gesagt, die Frau passt zu dem Mann. Ich bin vom Hund ausgegangen. So, ach, jetzt ob, aber, jetzt kommen wir zu, nein. zu dem lustigen Henry, der so kussfreudig ist. Henry. Henry, komm schnell. Oh Mann. Prima, komm schnell, zeigen wir. Ja! Hätte ich nicht gedacht. Diana, die Bärendompöse. Hätte ich nicht gedacht. So, und dann bleibt ja jetzt nur noch Cooper übrig. Und Cooper kommt zu Andrea. Wir haben tatsächlich nur zwei richtige. Das darf überhaupt nicht wahr sein. Was glauben Sie, woran das liegt, dass wir uns so vertan haben? Hat jemand eine Idee? Was, von welchen falschen Voraussetzungen sind wir ausgegangen? So ein großes Teil hätte ich Ihnen nie zugehört. Ja. Das habe ich gedacht. Habe ich schon oft gehört, den Satz. Ja, ich weiß auch nicht, ich glaube, es gibt keine Regel, oder? Gibt es wirklich eine Regel? Es gibt keine Regel. Es gibt keine Regel, aber eine Regel haben wir beim Zimmerfall, meine Damen und Herren. Wer so dufte mitspielt, hat einen Riesenapplaus verdient. Herzlichen Dank an unsere Gäste und ihre wunderbaren vierbeinigen Freunde. Vielen, vielen Dank.
Dank und au revoir. Tschüss. Super. Schönes Spiel. Ich finde es auch. Ich schnarche auch. Wir haben als Kinder, also wir haben zu Hause immer Hunde gehabt. Die sind immer überfahren worden, wirklich. Also, oh mein Gott, nochmal. Jetzt wird's lustig. Der Tod zieht sich durch die Sendung. Nein, aber wenn ich das sehe, aber weißt du, was ich nicht kann? Wenn es ihnen schlecht geht, wenn die irgendwie was an der Kralle haben oder überhaupt. Ich habe so Mitleid, ich könnte da nie irgendwie. Geht das? Kann man das lernen? Also ich habe immer ja. das Glück gehabt, jetzt ist es mein dritter Dackel, dass da nie irgendwas passiert ist, muss ich sagen. Was Schlimmes. Ja. Also überfahren insofern, ist schon nicht so. Überfahren ist nicht schön, das möchte ich auch nicht. Nein. Da würde ich auch ganz schnell laufen. Dann lagen die Hunde immer im Keller, bis der Abdecker kam. Ja, meine Damen und Herren, eine Unterhaltungsshow des Westdeutschen Rundfunks. Ich muss sagen, die Stimmung ist riesig. Bis der Abdecker kam. Bilderrätsel könntest du machen. Gute Idee. Denn jetzt kommt das Zimmer frei. Das, wenn ein Gast sein zweites Mal kommt, ein bisschen anders funktioniert als normal. Raus. Wir sind ja diejenigen, die das Rätsel stellen und der Gast muss erraten. Aber wenn ein Gast ein zweites Mal kommt, und das ist bei Bettina der Fall, und darüber freuen wir uns sehr. Ich habe nächtelang nicht mehr schlafen können. Ich habe gedacht, Mensch, toll, die Sendung mit den Hunden hat. Bettina hat... Nicht nur, normalerweise bringt dann der Gast, wenn das zweite Mal kommt, selber das Rätsel mit, aber im Fall von Bettina ist die ganze Sache noch ein bisschen haariger, denn sie hat sowohl für Christine, wie ich mir habe sagen lassen, als auch für mich ein Bilderrätsel und dabei. Und ich habe einen männlichen Helfer und deswegen rufe ich jetzt Tommaso. Tommaso! Tommaso Tessitori, meine Damen und Herren. Ja, ja, eine ganz guck mal, was da vorne ist, Henry. Das ist der lange Eugen, den kann man ja so sehen. Wen kann man sehen? Den langen Eugen und da ist der Rhein. Oh, und der Schürmannbau, naja. Ach, da hinten ist der alte Bundestag. Oh, und gucke mal da, das ist die Beethoven-Halle. Henry, das magst du doch so gern, wenn ich dir die Beethoven vorspiele, ne? Und guck mal weiter, da sehen wir den Petersberg. Also Bonn. Ist ja ganz klasse. Jawohl, und hier kommen wir rum. Da sind wir wieder. Ja, die Museumsmeile. Und da sind wir schon wieder beim langen Eugen. Ja, am Rhein. Jetzt drehen wir uns mal im Kreis. Komm, Henry. Bonner Runde. Ja. Bonbon. Bonner Runde? Was macht denn der Mann? Der guckt fern. Also fast. Was ist ein Synonym für gucken? Schauen. Gut. Bonner Rundschau. Ja! Sehr gut. Sehr gut. Da muss man sagen. Ah, jetzt weiß ich auch warum. Ja. Da hast du deinen beruflichen Start gehabt, ja, in der Bonner Rundschau. Ja. Das ist eine Heimatzeitung, in der Bettina ihre journalistische Laufbahn begonnen hat. Das ist keine Heimatzeitung. Das ist eine Tageszeitung. Ja, aber für die Leute, die in Bonn leben. Hauptsächlich. Die dort ihre Heimat haben. Ja, das meine ich damit. Und normalerweise kriegt ja der Gast, wenn er rät, den Schal. Aber bei der zweiten Ladung ist es nicht die ratende Christine, sondern die das Rätsel stellende Bettina, die den zimmerfrei Fanschal bekommt. Für das gab es vor 16 Jahren noch gar das nicht. Das gab es noch nicht. Für Bettina Böttinger, meine Damen und Herren. So, jetzt bin ich dran. Jetzt kommt das Rätsel. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Für, aber ich sehe jetzt, ach na ja, da ist es ja schon. Ach, das ist aber klappt, aber ja, wie am Schnürchen. Du siehst, das ist ja fast das Bilderrätsel, was wir ihr 1997 gestellt haben. Sie geht ganz langsam. Sie geht weiter. Sie ist offensichtlich gealtert. Nein, das glaube ich nicht. Nein. Sie trägt an bei, sie ist ein Wasserträger. Ein Wasser, nein, sie trägt zwei Eimer. Beeimert. Ja, das werde ich niemals raten. Doch, ich bin ja bei dir. B. Es war schon nicht schlecht. B. Beeimert war nicht schlecht. Beimer, Mutter Beimer. Oh, oh. Beimer, Beimer. Hör mal zu, Götz. Hier ist was drin. Und zwar Lauge. Lauge. Du hattest schon viele Torten im Gesicht. Blauge. Ich glaube, B-Lauge. Laugen. B ist doch schon sehr schön. Was tue ich denn? Laugenträger. Laugenträger. Laugenschlepper. Ich kann einmal die Eimer absetzen. Wer sagt das? Aha. Was? Irgendwie Lauge. Was gibt's mit Laugen? Lauge. Laugenbrötchen. Darf ich auch mal? Vielleicht kann ich mich da reindenken in das Rätsel.
Betragen. Was? Betragen. Aber Laune spielt doch eine Rolle. Betragen. Wenn nicht alles mit rechten Dingen zugeht. Betrügen. Aber du hast doch vorhin gesagt, Lauge wäre ein Hinweis. Habe ich nicht gesagt. Bei Tragen habe ich gesagt. Ah ja. Bei Lauge wollte ich nur den Kopf kippen. B ist, glaube ich, falsch, oder? Wenn es nicht ganz tragen. Betrug. 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 Nein! Bettina, ich kann mich nicht entschuldigen. Ich bin die. Du weißt, ich rate noch nicht mal, wenn ich die Anwendung lese. Verstehst du? Das war ein fast noch viel besseres Rätsel. Und dafür gibt es natürlich einen zweiten Fanschal. Nein, das für glaube Bettina. Ich nicht. Bettina. Das glaube ich nicht. Unfassbar. Es ist unfassbar. Betrug. Ja, aber sie trägt das. Sie hätte aufhören müssen. Verstehst du? Sie trägt, sie tut ja die ganze Zeit. Ja, hat der Jörni gesagt, sie soll es mal kurz abschieben. Ach, deswegen. Jörni, danke. Jörni kennen Sie nicht, meine Damen und Herren? Jörni ist unser formschöner Regieassistent. Schauen Sie mal. Und Applaus, meine Damen und Herren. Und danke schön. Bettina Böttinger ist erst vor wenigen Wochen, ach du liebes Bisschen, von einer Indienreise zurückgekommen und du hast Iyengar Yoga gemacht, richtig? Ich hab's versucht. Und du warst total happy, weil du gesagt hast, Mensch, Meier, 10 Tage Indien ausspannen, entspannen. Das ist doch ein Widerspruch in sich. 10 Tage Indien, 10 Tage Eifel. Das habe ich dann auch gemerkt, dass es ein Widerspruch in sich war. Ah, ja. Das Problem war einfach nur, ich habe so einen Hang zur Alltagskatastrophe. Und ich wollte jetzt unbedingt was nach Indien. Alltagskatastrophe? Das, was mir da passiert ist, zum Beispiel. Ich stelle mir was Schönes vor und habe gedacht, oh, das ist ja toll, so ein Workshop-Yoga wollen doch alle. Und da fahre ich dann dahin und da waren 50 Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus aller Welt. Das Problem war, 49 davon waren Yoga-Lehrer. Und ich. Aber das stachelt doch deinen Ehrgeiz an und der ist doch groß. Ja, Ehrgeiz ist eine schöne Sache, aber steh mal beim auf dem Kopf. Du hattest vorher noch nie Yoga gemacht. Doch, natürlich habe ich Yoga gemacht. Ja. Meine Yogalehrerin war auch dabei. Aber das Problem ist folgendes. Du guckst dir die an und denkst, nee, da sehe ich ja doll gegen aus. Also so sportlich und so, da kann ich ja gut mithalten. Und dann ist da so eine, so, sagen wir mal Mitte 60, so ein bisschen in die Jahre und in die Funde gekommen. Denkst, ne? Und sieht so ein bisschen aus wie Cindy aus Marzahn, so mit dem, von der Farbe. Mhm. Das ist Mary aus London. Dann sagt die Yogalehrerin, Mary, auf Englisch, mach mal das und das, ist unser Asana. Ne? Dann kommt Mary an und macht eine Yoga-Figur. Da hatte ich aber Schnappatmung. Das heißt, ich könnte das auch, ich muss nur lang genug üben. Wenn du jetzt die nächsten 30 Jahre übst, wirst du so aussehen wie Mary an dem Tag. Das war perfekt. Und da habe ich gemerkt, oh, Böttinger, das wird eng. Das wird sehr eng hier, weil die können alle alles. Das waren alles auf einem sehr hohen Level. Und ich meine, ich kann Kopfstand, aber nur mit so einem Kopfstand-Hocker, wenn Sie verstehen, was ich meine. Da steckt man den Kopf rein. Alles gut, ja. Da hat man die Wand dahinter, das ist alles sehr schön. Und dann sagt die Lehrerin, jetzt machen wir mal alle auf Englisch den Asana. Da stehen da 49 wie eine Eins am Kopf, frei im Raum. Und dann ich. Ja. Ja, hat nicht lang gedauert, ne? Übrigens, was Domino-Effekt heißen kann, habe ich da noch ganz anders begriffen. War nämlich eng in der Halle. Ja, du hast Yoga früher immer belächelt. Ich belächle das auch und vor allen Dingen ist es für mich eine Mode. Was hat dich überzeugt? Ich hatte mal den Rat eines Arztes, dem ich sehr vertraue, auch so als Stressbewältigung und auch für meine körperliche Fitness, das zu probieren. Und ich habe wirklich das Glück, dass ich, das sage ich immer und das ist keine Übertreibung, ich habe die tollste und beste Yoga-Lehrerin der Welt, die Iyengar Yoga. Iyengar lebt ja noch mit 94 in Pune in Indien. Die hat in seinem Auftrag das nach Europa gebracht, nach Deutschland. Und das ist eine ganz, ganz, ganz wunderbare Frau. Und die hat sich ein bisschen meiner angenommen, passt auch auf mich auf. Und das ist mit der wunderbar, weil einmal in der Woche gönne ich mir das und gehe zu ihr. Und die war auch jetzt mit dir in Indien? Ja, die war mit dabei. Und da hat auch gesagt, ich passe schon, das ist schon okay. Vom Standard, das schaffst du schon. Und du sagst, sie ist eine wunderbare Frau. Du solltest dir mal anhören, was sie über dich zu sagen hat. Rita Keller, deine Yoga-Lehrerin. Liebe Bettina, wenn ich an dich denke, fallen mir spontan zwei Begriffe ein.
gerade und aufrichtig. Ich sehe dich offen für alles und für alle, mit einem ganz starken Fokus auf das Wesentliche. Frappieren tust du mit deiner Spontanität, mit deinem Witz, mit deiner Schlagfertigkeit. Ich sehe dich umsichtig und zielstrebig im Umgang mit den Themen, die dich beschäftigen, die du bearbeitest. Und jede Gemeinschaft dürfte sich glücklich schätzen, dich in ihrer Mitte zu haben. Alles Liebe. Namaste. Oi, 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 jetzt bin ich aber... Was fällt dir so schwer, Bettina? Du sagst selbst, du kannst unglaublich schwer entspannen. Was ist daran so schwierig? Also erstmal muss ich sagen, dass mir jetzt gerade mal warm geworden ist, weil Rita so eine, mit der kann man wahnsinnig viel Spaß haben. Mhm. Ja? Aber dass er so gesagt hat, das hat mich schon berührt jetzt, muss ich sagen. Ich hatte das eigentlich immer. Ich bin so ein Aktivitätsbolzen, der nicht so richtig aufhören kann. Das habe ich sicherlich auch von meiner Mutter, die eine unglaubliche Energie zur Verfügung hatte. Man muss nur immer gucken, dass man da auch mal runterkommt. Mhm. Wie machst du das? Wie kommst du runter? Das habe ich durch Rita Keller ganz sicher nicht gelernt. Kannst du zu Hause sitzen, auf dem Balkon oder im Garten und den Wolken zugucken, wenn sie vorbeiziehen? Ja, das war ein sehr schöner Sonntagnachmittag 2012. Ist mal eigentlich, fühlst du dich dann richtig wichtig, Bettina, wenn der Terminkalender ganz voll ist? Das hatte ich früher mal, da bin ich drüber. Und jetzt sagst du, 2013 wird ein ebenso anstrengendes Jahr wie 2012. Warum machst du das? Okay. Dass ich dich sprachlos habe, reicht mir eigentlich schon. Vielen Dank. Oh Gott. So, das war hochinteressant. Und jetzt werden wir uns über ein Kapitel des Lebens unseres reizenden, bezaubernden, wunderbaren, lieben Gastes Bettina Böttinger kümmern. Und zwar geht es darum, dass du allein in deiner Bonner Studienzeit 8-mal umgezogen bist. Mindestens. Und dass du auch viele weitere Mal in deinem Leben umgezogen bist. Und auch ich bin manchmal umgezogen, auch Christine, weiß ich, ist schon mal umgezogen. Und wir alle haben sicherlich mit all unseren Freundinnen und Freunden im Publikum, die auch sicherlich alle irgendwann schon mal umgezogen sind, dieselbe Erfahrung gemacht. Alles ist verstaut. Professionelles Möbelpackertum, alles perfekt eingetütet, eingekistet, beschriftet und auf Sicherheit bedacht in den Wagen verbracht. Und plötzlich gibt es noch so 834.000 Einzelteile, von denen man denkt, die kann ich auf dem Fahrrad hinterher transportieren. Götz, pass auf, was du jetzt beschrieben hast, ist kein Umzug, sondern ein ganz normaler Start in ein Ferienwochenende. Ja. Ja? Ich komme dann wie Tante Mimi, komme ich immer noch mit den Pantoffeln einzeln und eine Plastiktüte. Ach, und dann kauft man all die teuren Koffer und dann hat er doch den Wagen voller Plastiktüten. Ja, ne? Genau so, so sieht's aus. Alles trifft zu und alles werden wir jetzt erleben. Das ist nämlich der kümmerliche Restbestand vor dem Umzug oder vor dem in Urlaub fahren. Und unsere Aufgabe ist es, mit diesen kettenbetriebenen Tretfahrzeugen alles das, was hier ist, alles das, also das was jeder hat, Teil hier, das ne? ist dein Teil, das ist Christines, das ist mein Anteil am Spiel. Wo bin du ich? Dieser mittlere Haufen, du bist der mittlere Haufen. Und wir werden jetzt das Ziel verfolgen, es ist in etwa dasselbe, bin ich gerade das Gleiche. Wir werden jetzt so stapeln müssen, so verpacken oder so irgendwie verfriemeln müssen, dass wir es in einer einzigen Fahrt von hier bis zu unserer neuen Wohnadresse bekommen. Und diese neue Wohnadresse wird durch dieses schöne Streifen alles, was hier steht, musst du irgendwie in einer einzigen Fahrt rüber transportieren. Und schon geht's los! Moment, nein, nein, Moment, Moment, Moment. Das möchte ich gerne in der alten Wohnung lassen. Nein. Und das ist viel zu kurz hier. Du hast nur eine Fahrt, Bettina. Das ist ja leer. Moment mal. Aus Kaputz kann ich hier lassen. Sabine braucht keine Klobürste mehr. So, der Stuhl auch. Ha, Nina, meine Damen und Herren. Aua! Der Koffer ist noch von Götz. Wie, das... Moment. Eins. Wenn du meinst. Zwei. Drei. Moment mal, der Koffer. Oh.
alle gleich schnell, aber am besten ausgesehen hat Christine Westermann. Gut, das ist einfach. Überhaupt nicht von der Stimme. Oh. Nicht schlecht, oder? War schön. Aber das stimmt im Urlaub, es ist genau. Du hast absolut recht. Und das regt mir perfektionistisch jedes Mal auf. So. Mir ist heiß. Hast du eigentlich jetzt so viel Geld, dass du es... Habt ihr euren elenden Ficus Benjamini mitgenommen? Hast du jetzt so viel Geld, dass du so Möbelpacker besorgst? Ja, das war ganz doll. Ich bin ja im vergangenen Jahr umgezogen und hatte meinem Mann für alle Fälle gesagt, pass auf, dann und dann und dann ziehe ich in Köln um. Ja? Und dann kommt er an dem Tag, klingelt. Ja, ich sag, Karl-Heinz, wo sind die anderen? Da sagt er, ich bin allein. Oh, wie furchtbar. Ich sag, wie allein? Ich sag, ich kann nicht. Und dann hat er versucht, alleine meinen Umzug zu machen. Das war schwierig. War schwierig. Ich bin auch noch nicht ganz fertig. Aber Umzug kann man nicht selber machen. Das geht auch nicht. Von Amerika umgezogen? Oder gibt es hier nur Alkohol? Das war genial. Nein, wir gibt's nur Alkohol. Weil die packen dir alles ein und 4 Monate später holst du es am Dampfer in Rotterdam wieder ab. Du, ob das geil? Ich bin mal einfach nur 2 Straßen weitergezogen. Ich habe trotzdem so ein Möbelunternehmen kommen lassen, weil die Distanz eigentlich vollkommen wurscht ist. Das Entscheidende ist das Ein- und das Auspacken. Richtig. Ob ich jetzt 10 Meter oder 1000 Kilometer fahre, der Umzug bleibt als Umzug derselbe. Ich liebe Keller. Als ich 1994 in die Wohnung in Köln in der Südstadt gezogen bin, habe ich sehr viele Dinge in den Keller gepackt. Und als ich jetzt umgezogen bin, habe ich Karl-Heinz gesagt, schaff die von dem Keller in die neue Wohnung in den Keller. Aber ja, habe ich auch mal gemacht. Aber ich habe das, was ich im Keller vom letzten Umzug hatte und nicht ausgepackt, einfach alles ungeprüft in den Müll geworfen. Du brauchst das überhaupt nicht mehr. Das finde ich ja das Irre. Du gehst runter und guckst, oder? Ja, aber was soll ich sagen? Was ist los? Was soll ich sagen? Jetzt ist gerade eine Pause. Die haben uns auch redlich verdient durch dieses unfassbar aufregende Spiel. Ja. So. Total. Dann komm ich hier. Das Wille. Man kommt hier nicht zur Ruhe. Hast du dich jetzt wirklich? Ja, ich hab mich toll. Hallo. Ja, so reagiert die Frau, wenn ich komme. Oh, ich sieht aus wie mein Mauerdackel. Das ist ja wie Waldi. Ja, das ist ja der Waldi. Tut mir leid. Guten Tag. Tut mir leid. Ich dachte, Sie mögen Hunde, aber dass Sie gleich rausrennen. Das war jetzt schon ein bisschen... Entschuldigung, aber mein Dackel sieht genau aus wie Sie und der ist auch in der Garderobe. Ach, ja. Das heißt, da könnte ich mich eventuell als Nachfolger bewerben, wenn dem Dackel irgendwie, wenn der Dackel bei Christine im Keller landet oder so? Als zukünftiger Vater vielleicht. Als Vater? Dann hat der Dackel endlich längere Beine. Ist das ein der Dackel oder die Dackel? Die Dackel. Die Dackel. Willst du eigentlich Kinder? Also von ich jetzt Dackel oder sie? Also bei mir ist die Frage schon was spät. Soll ich mich jetzt? Nein, ist es denn dann überhaupt eine Dackeldame oder ein Dackelmädchen? Dackeldame. Dann können wir ins Geschäft kommen. Fienchen. 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 Lässt du den decken oder die decken? Bitte? Also einen Mann ran, meine ich. Also, Christine, was sind denn das für Fragen hier? Aus dem richtigen Leben. Sollen wir den Dackel mal aus der Garderobe holen und dann soll ich das hier vormachen oder was? Nein, der. Irgendwie? Ja. Ich wäre zufällig bereit. Ich habe schon keine Hose an. Ich bin immer... Also ich könnte mal wieder. Bei der Größe würde ich mit dem Dackel dann sagen, so normal human position, oder? Sonst gibt das nichts. Was ist heute schon normal? Wer ist oben, wer ist unten? Ja, das würde ich auch gerne wissen. Das warten wir ab. Worauf steht denn Ihre Dame so? Die ist erst anderthalb, die hat noch nicht. Das ist mir völlig egal, ich mag auch. Sind da Hunde so nicht sind in der die Kerle. Das kann man ja hochrechnen. In Hundejahren macht das ja schon fast 20. Wann sind denn Hunde in der Pubertät? Ab da ist sie jetzt, glaube ich, langsam durch. Mhm. Ah ja. Ich bin schon ganz rollig. Mir hat noch niemand was mitgebracht in dieser Sendung. Ja, das kann man machen. Ja. Aber ich muss ja dazu sagen, vielleicht, ich habe ja scharfe Konkurrenz noch dabei, weil ich bin ja nicht alleine gekommen heute. Weil wenn schon mal Hunde in dieser Sendung auftauchen, dann müssen ja auch wirklich alle ran. Und ich habe ja noch meinen kleinen Neffen mitgebracht. Ich weiß nicht, ob Sie ihn kennen, Frau Böttinger. Er ist sehr süß. Er ist so süß, dass sich die Diabetiker die Augen zuhalten müssen. Er ist, genau genommen, es ist der Welpe von der Cousine, von der Schwägerin, von der Tante meiner Halbschwester, mütterlicherseits. Erster Wurf, zweiter Stock, dreimal klingeln. Der Purzel! Purzel! Hey. Oh nein! Purzel ist in Christine verliebt. Ne? Ja, das ist ja ein bisschen das Problem. Er denkt immer nur an das eine. Westermann. Wissen Sie...
Er denkt an nichts anderes. Ich meine, wir stehen morgens auf und ich frage Purzel, Purzel, was willst du zum Frühstück? Bester. Ich frage Purzel, was willst du zum Mittagessen? Und Purzel sagt, Western. Ich frage Purzel, was willst du als kleines Häppchen zwischendurch? Und er sagt, Western. Und ich frage Purzel, was möchtest du zum Abendessen? Keine Kohlenhydrate nach 18 Uhr. Das war nicht schlecht. Ja. Das war nicht schlecht. Ja. Aber wir haben euch noch ein kleines Kunststückchen beigebracht. Sind Sie gut im Hundedressieren? Nee, überhaupt nicht. Ja, aber umgekehrt ist das so. Hunde dressieren nämlich in Wahrheit immer ihre Herrchen, wissen Sie? Ehrlich? Ja, es ist so. Und der Purz ist ja sehr intelligent. Er hat einen IQ von 348. Aha. Ja, das kann man ganz einfach ausrechnen. Da nimmt man das Lebensalter plus die Lieblingszahl. So, und der Purz... ja. Götz wird zum Hundefreund heute, ganz also klar. Also der Purzel beherrscht die, der Purzel beherrscht die Magie des telepathischen Persönlichkeitstauschs. Okay. Also das heißt, wenn man lange Zeit mit einem Hund verbringt, dann nimmt ja das Herrchen irgendwann die Persönlichkeit des Hundes an. Wir führen das mal vor. Purzel, wir machen es mal mit mir. Zeig mal der Frau Pöttinger, wie dein kleiner Trick geht. Schau mich an. Western. Ja. Ja, Christine. Ja, seht ihr, das Dumme ist nur, es funktioniert auch umgekehrt bei anderen Leuten. So, ich glaube, das war's für heute. Wir müssen uns mal den Dackel vornehmen in der Garderobe. Bis später, Frau Böttinger. Es war mir eine Freude. Und über wen hast du dich gefreut? Western. Alles gut. Jetzt komm schon. Bravo! Das war natürlich der beste Puppenspieler der Welt, Martin Reinl, meine Damen und Herren. Nina, als du das erste Mal zu Gast bei Zimmerfrei warst, gab es das noch nicht, das original gewaltfrei getöpferte australische Aborigines-Gefäß. Herrlich. Es ist seitdem ein steter Freund und treuer Begleiter unserer Sendung. Was ist ja ein weibliches Gefäß, dann ist es eine stete Freundin und treue Begleiterin in unserer Sendung. Und hierin befinden sich in der Regel Zettel, die man rauszieht, um ein Spiel zu spielen. Unser Spiel trägt den Namen Gegensätze. Wir werden jetzt reihum einen Zettel rausziehen und werden dem jeweils nächsten im Uhrzeigersinn sitzenden Kombattantin. Diesen Begriff willst du lieber gegen den Uhrzeigersinn? Dann machen wir gegen den Uhrzeigersinn. So, dann machen wir gegen den Uhrzeigersinn. Du hast wie immer recht. Wer zweimal das Bilderrätsel rät, meine Damen und Herren, hat immer recht. Und zwar recht. Für immer. Für immer. Und es wird ein Begriff vorgelesen, in der Regel aus zwei Wörtern bestehender Begriff. Und wir sollen dann jeweils reihum genau den gegenteiligen Begriff daraus kreieren, schließen, deduzieren. Aha, aha, aha. Falls es so kompliziert ist, ich ziehe jetzt einfach mal einen Begriff und werde Christine diese Aufgabe stellen. Lachlockerheit. Ernsthaftigkeit? Lachlocker. Weinen? Lockerheit. Weinkrampf, richtig. Oh. Ganz einfach, weiß hören. Bitte was? Weiß hören. Was ist das denn? Gibt es so weißes Rauschen? Weiß hören. Weiß hören, schwarz sehen. Super. Das ist aber sehr einfach. Achso, jetzt bin ich ja. Lautlaufstillstand. Du versuchst doch zu. Dein Stillstand darfst du nicht vorlesen. Stillstand ist ja das, was ich raten muss. Ich stelle, was ist das denn für ein Wort? Ich lese alles vor. Okay, zweite Chance. Tiefenfeigheit. Bitte? Tiefenfeigkeit. Du sollst dich auf die Schritte. Ist nicht zu fassen. Ich kann das doch nicht lesen, das doch, ist eine Rückseite. Du versuchst es aber. Nein. Doch, natürlich. Was hast du gesagt? Tiefenfeigheit. Höhenrausch. Nee, Höhen. Tiefenfeigheit. Höhen. Höhenmut. Höhenmut gibt's doch gar nicht. Nee, gibt's gar nicht. Hochmut. Hochmut. Christine Westermann. Hochmut. Danke. Riesenschrumpfen. Zwerg wachsen. Zwergenwuchs. Ja! Sehr gut. Oh, du kriegst immer so leichte Mondhelligkeit.
Mondhelligkeit, Sonnenfinsternis. Das ist wirklich leicht. Moment. Moment. Ich krieg wieder so einen Riesen die Riemen hier. Gut, Riese. Bitte? Gut, Riese. Bösewicht. Sehr gut. Das war aber ganz schön anstrengend. Da haben wir uns eine kleine Pause verdient. Und ich glaube, wir sehen ein Filmchen, stimmt's? Genau, die Pause macht uns jetzt Sabine Heinrich. Oh, herrlich. Und die hast du freundlicherweise in dein Haus in der Eifel gelassen. In dein sehr schönes. Und das sieht ganz anders aus als bei Mord mit Aussicht. Aber ganz schön. Ist das nicht beschaulich? Und wird seit 20 Jahren von Bettina Böttinger bewohnt. B, ne? Ja. Und deswegen wird das hier auch ein Besuch. Das ist das bezaubernde Haus von Bettina Böttinger. Die Hausherrin ist nicht zu Hause, zimmerfrei hat sturmfreie Bude. Und ich trete jetzt in die Fußstapfen von Bettina Böttinger. Zumindest im Schnee. Sehr auffällig, der erste Raum im Haus ist die Küche. Bettina Böttinger liebt es, Gäste einzuladen. Das ist ihre private Talkrunde. Und im Gegensatz zu den Gästen in ihrer Sendung, die oft schön, reich und berühmt sind, sagt sie, ihr Freundeskreis sei inhomogen. Alles andere sei ihr zu langweilig. Da darf jeder am Tisch Platz nehmen. Der auch. Und sag mal, was ist eigentlich hier passiert? Hast du da ein Stück aus der Tischkante gebissen? Stahl, Holz, alt, neu. Das ist genau das, was Bettina Böttinger sich für diesen Ort hier gewünscht hat. Alte Antiquitäten? Nee, das mag sie nicht. Das entspricht ihr nicht. Und jetzt gehen wir ins Arbeitszimmer. Da ist sie nämlich sehr gerne. Das ist der Arbeitsplatz der Moderatorin. Mit einem Mini-Rampenlicht für zu Hause. Und hier frage ich mich, wie oft hat sich Bettina Böttinger in diesem Balken eigentlich schon den Kopf gestoßen? Und warum liegt die deutsche Seele am Boden? Wahrscheinlich will sie den Teppich glätten. Der Weinkeller von Bettina Böttinger. Das macht die doch mit Absicht, dass man hier so schwer reinkommt. Betrunken. Für euch ist dieser Hausbesuch jetzt leider beendet. Tschüss. Ja. Sabine Heinrich, unsere liebe Freundin zu Besuch im privaten Domizil von Bettina Böttinger in der Eifel. Bettina, wie viele Flaschen von deinem eigenen Wein liegen da? Boah, das ist gar nicht so. Das sieht so riesig aus im Fernsehen, ehrlich gesagt. Ist es nicht so groß? Ist es, glaube ich, so Fischei oder so, keine Ahnung. Das sagen die Leute aber auch, die zu zimmerfrei ins Studio kommen, sagen, mein Gott, im Fernsehen sieht das immer so riesig. Haben Sie auch gedacht, oder? Im Fernsehen sieht es immer so groß aus und dann der Altswein auch nicht größer als 1,85 und Also wie viele Flaschen von deinem eigenen Wein? Du hast einen Weinberg und ein Bergchen. Ja, das ist nicht ein Berg. Die Zugspitze an der Mosel, das ist 1000 Quadratmeter, ein Fleckchen von einem Weinberg. Ja. Winninger Ohlen, das ist schön. Wie viele Flaschen gibt es im Jahr? Im Jahr? Ja, das könnten 700 bis 800 Flaschen geben, die schaffe ich aber nicht. Allein. Weil du keine Zeit zum Pflücken hast. Warum braucht man zwei Wohnungen? Ich habe das vor vielen Jahren erstanden, das war vollkommen zerfallen, das Haus wirklich. Das war zerfallen, und ich wollte in dieses. Da sind Stahlträger eingezogen worden, Liebelein. Kannst du bauen? Ja, klar. Ja, frag doch nicht so dusselig. Nein. Nee, das war wirklich ein ganz altes Häuschen mitten im Dorf, weil ich sonst auch Schiss hab. Und in dem Dorf wohnt meine wirklich beste, engste Freundin. Und ich dachte, auch, wenn ich schon mehr jetzt so ein Wochenendhaus machen will, das wurde dann allerdings etwas groß durch den Umbau. Aber warum macht man es in der Eifel? Warum macht man es nicht irgendwo, wo es wärmer ist oder mehr ist? Aber in ja, wieso der, das ja, denn? Wie soll ich denn das Meer in der Eifel sehen? Wenn man gar nicht da lebt, wo es wärmer ist und das Meer ist, wieso soll man das da machen? Ich fahre da eine Dreiviertelstunde. Du musst ein Idiot sein, bei dir so Mallorca auch nur anzutippen. Ah! Jetzt kommt wieder zur Hausmusik. So. Unsere Freundin Bettina Böttinger, Achtung, ich mache jetzt in Sabine Heinrich, besingt jetzt einen Menschen. Wenn es einen Grund gibt, weshalb ich 16 Jahre nicht hier war, dann ist es der jetzt. Dessen Zwischenmenschlichkeit ihrem ehelichen Faktor von eigenartiger Beschaffenheit ist. Kann man das so ausdrücken? Das war völliger Unsinn. Mein lieber Götz, ich werde sehr oft gefragt, halten Frauenbeziehungen besser
länger. Wusste ich, dass du dir eine eigene Anmoderation ausgedacht hast. Natürlich. Und ich sage immer ja. Und jetzt kommen wir zur Lösung. Warum ist ja die Frage. Du begleitest mich. Ich werde mich verhaspeln. Aber wenn Sie den Text hören, dann werden Sie wissen, warum ich eine glückliche Liebende bin. Nicht so schnell. Ah ja, es ist ein Lied von Mia. Unter deinem Pseudonym. Gut, zunächst die Erklärung. Es ist traurig, wenn Liebe erkaltet. Es ist furchtbar, wenn Liebe vergeht. Doch wie kann man von Liebe erwarten, dass sie immer und ewig besteht? Nur ich liebe jede auf immer. Ganz ohne mir das Leben zu erschweren. Und ich werde geliebt. Und wie ich das mache, das will ich Ihnen jetzt erklären. Habilabu, habilabu, habilabing, bangbu. Unsere Liebe war beinahe schon vergangen. Da schlitzte ich die Seele der Katrin. Das heißt, sie liebte mich, solange sie lebte. Und wegen ein bisschen schlitzen wird sie nicht böse sein. Habilabu, habilabu, habilabing, bangbu. Unsere Liebe hatte kaum noch angefangen. Da nahm Janine eines Tages ein Aspirin. Also es war kein Aspirin, es war Strychnin. Aber heute noch liebe ich Janine. Adelheid warf ich in die Donau. Gleich nach Dürnstein, niemand hat's gesehen. Und auch sie wird mir verzeihen, denn gerade bei Dürnstein ist die Donau doch so wunderschön. Bilebu, abilebu, abilebing, bangbu. Also was kann eine Frau denn noch verlangen? Nach dem Tod hat sie stets noch mehr verehrt. Kam der Tod noch etwas schnell? Das ist nur originell. Und bis jetzt hat sich noch keine beschwert. Zum Beispiel, Lola mit den Engelsminen legt dich auf die D-Zug-Schienen. Lilly, Leno und Marianne starben in der Badewanne. Liesel schloss den Lebenswandel durch ein großes Zielstandel. Lustig ist die Jägerei, Lotte war im Weg dabei. Abilebu, abilebu, abilebing, bangbu. Unsere Liebe war kaum älter als 2 Stunden. Da stieg ich auf den Turm mit Rosmarie. Bei Yvonne habe ich vergessen, den Gashahn zuzudrehen. Und die Blumenspenden flossen wie noch nie. Abilebu, abilebu, abilebing, bangbu. Nur die Sonja wollte mich versichern lassen. Also es ärgerte mich doch sehr. Das hat mich so verdrossen. Ich habe sie geschwind erschossen. Und heute liebe ich sie nicht mehr. Anneliese hätte die Krankheit überwunden. Doch leider trank sie die falsche Arznei. Und Frieda hatte satt das Leben, wollte selbst den Tod sich geben. Selbstverständlich half ich ihr dabei. Abilebu, abilebu, abilebing, bangu. Aber heute habe ich eine Frau gefunden. Ganz bestimmt die schönste Frau der Welt. Und jetzt darf ich nicht verpassen, mit des Messer schleifen zu lassen. Und ich muss die Pistolen vom Pistolenputzer holen. Eine Sense muss ich borgen. Das Ersehen, das kommt erst morgen. Und ein kleines Tomahawk. Für die Leiche brauche ich einen Sack. An den Besen hätte ich gern. Und die Knochen zusammenzukehren. Und das Petroleum? Das habe ich schon bestellt. Habilebu, habilebu, habilebing, bangbu. Schöne Frauen kosten sehr viel Geld. Ja! So! Wieder mit Ihnen! So, das ist fantastisch, Bettina! Was denn, was du hast? Fantastisch. Bettina Böttinger, meine Damen und Herren. Und jetzt ist es soweit. Karten hoch, meine Damen und Herren, glauben Sie, dass unsere gute alte Freundin Bettina Böttinger wieder bei uns anziehen darf. Wenn Sie finden, ja, zeigen Sie grün. Wenn Sie finden, nein, zeigen Sie rot. Egal, was Sie glauben, zeigen Sie es uns jetzt. Guck mal hier. Und ich sehe tatsächlich eine einzige rote, aber 834 Milliarden grüne Karten. Das heißt, sie darf bei uns bleiben. Den Mann will ich. Nein. Nein, nein, nein. Meine Damen und Herren, wir danken Ihnen. Sie waren das beste Publikum, das man für Geld den ganzen Bockleböden von der Straße auflesen konnte. Und wir bedanken uns ganz herzlich bei Christine Westermann, bei mir, aber vor allen Dingen bei Bettina Böttinger.